Servus Leute, es gibt mal wieder ein paar Jabus und einen kurzen Zwischenbericht. Und es gibt neue Regionalfahrpläne, das finde ich natürlich fantastisch. Ein Mitbewohner im Haus hat seinen natürlich ganz unachtsam oben auf den Briefkasten geschmissen, weil er ihn anscheinend nicht braucht. Ich habe dafür umso mehr Verwendung. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Erstmal vielen Dank an den anonymen Spender. Es geht wieder einigermaßen. Ich habe es eben gerade ein, zweimal über das Leder gezogen. Ich war ja jetzt auf Lehrgang und habe ich gedacht, gut, nimm's mal lieber das Mennix mit, weil ich glaube, das ist nicht ganz so aggressiv aussehend wie das Hinderer. Und wenn es mir abgenommen worden wäre in der Stadt, hätte es zwar auch wehgetan, aber nicht ganz so schlimm wie bei einem Hinderer. Ich habe mich dann irgendwann dazu hinreißen lassen, nachdem dann der Lehrgang oder alle Lehrgangsteilnehmer wussten, dass ich da ein Messer dabei habe. Sozialverträglichkeit, gut, würde ich sagen. Also haben zwar alle oder nicht alle, ein paar haben geguckt mit hochgezogener Augenbraue, aber naja, keine negativen Kommentare. Und auf jeden Fall habe ich dann eine Ananas geschält mit dem Ding. Ich muss sagen, die Klinge kann vielleicht einiges ab, aber ich habe es nicht wirklich feststellen können. Sie war hinterher doch wirklich leicht stumpf. Was mir positiv aufgefallen ist, auch wenn es im ersten Moment eine Schrecksekunde gab, ich bin mal kurz auf den Teller geknallt. Es gab aber kein Chipping. Also es gab keine Ausbrüche, es hat sich einfach nur die Schneide leicht umgelegt. Das heißt, der S110V ist jetzt nicht so brüchig, dass man hier Ausbrüche in der Klinge bekommt. Das finde ich schon mal ist ein Pluspunkt. Aber der super, hyper, mega Stahl, unkaputtbar, niemals nachzuschärfen, unendlich scharf, nö. Kann ich nicht bestätigen. Also auch dieses Messer ist stumpf geworden. Da bin ich echt wirklich von dem M93 oder von dem 20CV mehr beeindruckt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Was mir dann aber aufgefallen ist und was ich nicht sehr gut fand, ein paar Stunden später habe ich mit dem Messer wieder was versucht zu schneiden. Wie gesagt, da war es hier vorne leider schon stumpf, weil sich die Schneide umgelegt hatte. Und auf einmal fiel mir auf, dass das Messer nicht richtig geschlossen war. Das heißt, der Lock hat versagt. Dann dachte ich auch, Scheiße, Ananassaft reingelaufen oder sonst irgendwas. Nee, ganz einfach. Und zwar, weil ich das die ganze Zeit in der Tasche getragen habe, hat sich genau hier an der Kante haben sich Flusen gesammelt. Ich hatte also dementsprechend sozusagen ein Hosenfussel-Lock-Fail. ja, sollte ich vielleicht als Titel wählen. Mal sehen. Und das ist Kacke. Ich habe das schon mal ähnlich erlebt beim Endura. Muss man einfach erwähnen. Also wenn ihr solche Sachen habt, wenn ihr einen Backlog-Folder habt oder halt in dem Fall hier diesen Ball Bearing Lock oder Ball Lock, keine Ahnung, wie genau der Begriff dafür ist. Schaut immer mal, wie eure Klingenwurzel aussieht. Wenn sich hier vorne die Staubflusen drin sammeln, dann geht der bis hierher und das war's. Da lockt er nicht. Also finde ich bedenklich. Wäre wahrscheinlich bei einem Frame Lock nicht passiert. Bei einem, ich überlege gerade, wie nennt sich das? Access Lock? Bei Benchmade? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Käme auf den Versuch an. Ja, das wollte ich eigentlich nur dazu sagen. Genug geschwafelt. Hier habe ich zwei Pakete bekommen. Bei beiden denke ich, also hier weiß ich, was drin ist. Hier denke ich zu wissen, was drin ist. Und dann kommt noch ein Mega-Unboxing. Das hier war eigentlich sagt man nicht. Aufgrund des Hinweises von Michael, Indoor Ranger. Und zwar, ich hoffe, ich habe die richtigen erwischt, aber ich denke schon. Ich habe mir die Schleiffolien bestellt. 3M Lapping Film. Je eine. 9531 0,3 0,05 Mikron. Bin ich mal gespannt, wie sich das Zeug so macht. Oh, schön, es ist geknickt. Ist das nicht hervorragend?
Naja, gut. Also ihr habt es gerade gesehen, also so kommt das an. Ja, eine Beschriftung wäre ja mal nett gewesen. Oder irgendein Hinweis oder ein Farbenschema. Ist ein Farbschema angegeben? Gut, ich nehme es zurück. Farbschema ist angegeben. Beige ist das feinste, blau ist das gröbste. Okay, also sind sie wahrscheinlich sogar schon so sortiert. Das feinste und das haben wir als gröbstes. Bin ich mal gespannt. Werde ich austesten. Was am Ende bei rauskommt, werde ich euch dann sagen. Ich habe noch was anderes im Hinterkopf. Da hat mich ein anderer YouTuber darauf hingewiesen. Werde ich vielleicht auch noch mal ausprobieren. Ob sich da was tut, ob sich das lohnt. So. Hier denke ich auch zu wissen, was drin ist. Da ich mit Klaus mittlerweile einen anderen Deal habe und ihm nicht sein eigenes Messer zurückschicken möchte, habe ich das Böker Rhino einem anderen Pfeifenraucher zukommen lassen. So, und der war so freundlich. Erstmal vielen herzlichen Dank. Ich werde nochmal sehen, dass ich zu ihm unten einen Link mache. Danke sehr. So. Ja, okay. Viel Spaß beim Rauchen. Nochmal danke für das tolle Messer. Für das tolle Messer. Entschuldigung. Ist mir eine Freude, Helmut. Ich werde nochmal einen Link unten machen zu seinem Kanal. Und zwar haben wir hier den Thor. Ist was Whisky. Und den Odin. Den werde ich dann mal ausprobieren. Der Geruch ist mal wieder fantastisch. Der Tor riecht schon fast schokoladig. Luft rausmachen hier. Also nochmal herzlichen Dank, Helmut. Das freut mich natürlich ungemein. Okay. Also vom Geruch her kann ich jetzt noch nicht so die großen Unterschiede feststellen. Das Tabaksbild. Die Tor sieht ein bisschen dunkler aus. Ja. Ja, ich bin mal gespannt. Sehr gespannt. Vielen Dank. Passt natürlich hervorragend zum Wochenende. So, und das nächste Paket ist etwas größer. Das werde ich wahrscheinlich ohne die Kamera öffnen müssen. So, alle gesehen. Ich blende mal kurz ein Bild ein und dann geht's mit dem Inhalt weiter. So, ich denke, man hat jetzt ungefähr einen Eindruck bekommen. Also sehr gut verpackt, Amazon. Ich bin begeistert. Ja, war ein Hinweis von meiner Freundin, wenn die schon sagt, dass ich da ein Auge drauf werfen soll, die mir normalerweise versucht, Sachen auszureden, die ich gerne kaufen möchte, ja, dann sollte man schon hellhörig werden. Also den gab es für die sagenhafte Summe von 1 Million Dollar. Ja gut, ganz so viel war es nicht. Es waren eher 99 Euro. Ist trotzdem verflucht scheiß viel für einen ganz einfachen Whisky. Aber ein ganz einfacher Whisky ist das nicht. Jetzt bin ich doch mal gespannt. Hat sich schon mal oben aus der Verankerung gelöst. Hervorragend. Also eure komische Dingsbums hier hat ja mal gar nicht geholfen. Ist das nicht irgendwie sogar noch ein Geschuber oder sowas? Naja. Gut, also Verpackung behänge ich mal mit einem Fragezeichen. Aber der Inhalt ist ja wichtig. Eine Flasche Blue Label.
Wenn man jetzt überlegt, 100 Euro, ja, hier ist noch ein Plombe. 100 € für einen einfachen Johnny Walker. Obwohl ich den in jeder Bar für einen Hauch bekomme. Das ist aber, als würde man sagen, das 777er ZT ist ja auch nichts anderes als ein Kershaw Cryo. Hier bin ich mal sehr gespannt drauf. Blaue Flasche, ja, denke ich. Sehr cool. Gut, dann war es das auch schon wieder für heute. Den werde ich natürlich aufheben, mal zu einem besonderen Anlass öffnen. Vielleicht sogar passend zum Tabak. Okay. Sind wir für heute durch? Sage ich wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eventuell bis zum nächsten Mal. Und ciao.